Ja, servus zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Crusader Kings 3. Und wundert euch nicht, ich bin ein klein bisschen erkältet. Nicht nur ein klein bisschen streng genommen, aber ja, es soll uns natürlich nicht aufhalten. Oh Gott, jetzt sind die ganzen Nachrichten wieder da. Eieieiei, ich hoffe, das ist kein Problem. Aber unsere Schwester Ethelinde ist nun ein angesehener Arzt oder eine angesehene Ärztin, muss man eigentlich sagen. Sehr schön. Sie hat wohl hier jemanden erfolgreich behandelt auch mal. Wir schauen doch auch mit einer gewissen Skepsis auf sie, das muss man mal festhalten. So, Ehepartner Zuneigung pflegen. Es ist unsere Pflicht, die Beziehungen zwischen der nächsten Generation von Herrschenden zu pflegen, meint Infantin Elvira. Einige eurer einflussreichsten Vasallen haben Kinder, die Christine unbedingt kennenlernen sollte. Richtig, wir haben ja nur eine Tochter mit unserer Gattin Infantin Elvira Fernandes von Leon. Und wir können jetzt unsere Tochter, so wie das aussieht, quasi mit Kindern unserer Vasallen bekannt machen. Da haben wir einmal Prinzessin Balthild, 12. Tochter von Kaiser Heinrich IV. Sie ist aktuell Erbin von der Westfranken, okay. Haus Eppenstein, Tochter von Graf Ulrich. Sohn von Graf Timo. Ja, wir werden natürlich hier Balthild Salian. Wir werden sie mit Balthild Salian spielen lassen. Oder Balthild soll auf sie aufpassen oder so. Und sie werden enge Freunde. Balthild Salian. So ist das. So. Ein benachbarter Herrscher gewann einen Krieg. Das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Aber wir werden in den Krieg gerufen. Okay. Seid gegrüßt und so weiter und so fort. Sächsischer Krieg um den Anspruch auf Dithmarschen. Okay, es geht um diese Provinz hier. Gegen Dänemark. Alles klar. Das nehmen wir natürlich an, ganz klar. Ist die Frage, ob wir da auch unsere Truppen schicken. Ich glaube, Sachsen wird mächtig genug sein, um das selber zu managen, oder? Unsere Armee muss auch immer noch regenerieren, also ich weiß ja nicht. Die Frage ist auch, wollen wir jetzt letztgültig tatsächlich hier Navarra für unsere Frau erobern? Das ist auch eine Grundfrage. Oh, wir könnten alle Königreiche hier fordern. Navarra, Königreich Galizien sogar. Oh. Warte mal. Königreiche. Hier, Galizien ist ziemlich groß und mächtig. Warte mal. Wie viel kostet das uns denn? 1500 haben wir nicht, okay. Naja, das werden wir nicht machen, allein schon aus rollenspielerischen Gründen, glaube ich. Dann heben wir mal unsere Truppen aus. Verbündete des Feindes tritt im Krieg bei. Na gut. Wir sollten mal ein bisschen Kriegsvolk hier engagieren. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Wir haben die Einnahmen dafür. Es ist doch die perfekte Gelegenheit jetzt. Die perfekte Ausrede, nicht sofort in den Krieg ziehen zu müssen für unseren feigen Herzog. Wir haben aktuell Bogenschützen. Die sind quasi Anti-Plänkler. Anti-leichtes Fußvolk. Nehmen wir noch leichte Reiterei für die Verfolgung mit rein. Kontert Bogenschützen, das finde ich gut. Vielleicht noch gepanzertes Fußvolk. Kontert Speerträger. Von wem wird das gekontert? Und wird von Plänklern gekontert. Ja. Aber es ist sehr stark natürlich. 27, 30. 37, 24. Also das ist wirklich ein starkes Frontbataillon, hätte ich fast gesagt. Nehmen wir das auch noch mit rein, ja. Und dann würde ich fast sagen, wir nehmen auch noch die Mangonellen. Onaga bzw. Mangonellen sind Belagerungswaffen. Mangonellen sind besser und teurer. Nehmen wir die einfach noch mit rein. Als Belagerungswaffen, das ist immer sehr, sehr nützlich. Jetzt haben wir noch einen Slot frei. Ich glaube, wir füllen den jetzt einfach der Vollständigkeit halber. Und wir haben jetzt alles außer Pikeniere. Dann nehmen wir mal noch Pikeniere. Oder? Die Frage ist, ob die auch Ritter kontern. Ich weiß es gar nicht. Speerträger. Und werden vom schweren Fußvolk gekontert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das wäre halt schon irgendwie logisch.
Und es wäre auch cool, wenn die Speerträger tatsächlich Ritter kontern würden. Wir nehmen sie einfach, komm. Was soll der Geiz? Jetzt können wir natürlich keine neuen mehr ausheben, das ist ganz klar. Haben noch 95. Erhöhen wir mal noch die Bogenschützen auf Stufe 2, dann haben wir eh kein Geld mehr. So. Wir können auch mal kurz auf Stufe 5 laufen lassen. Bis unsere... bis unsere Aufgebote hier... verstärkt sind. So, Turnierprobleme. Als Herzog ist es meine Pflicht, an einem lokalen Turnier teilzunehmen, doch die anderen Teilnehmer verspäten sich. Das Turnier wird frühestens in einer Stunde beginnen. Graf Albrecht von Alpsee ist hier und wie immer unausstehlich. Sein ständiges Genörgel vermiest seinem Umfeld die Laune noch mehr als sonst. Obwohl, ich sehe gerade einen Händler, der einen Karren Würzweine abliefert. Ist es unser Vasall oder, unser Rivale? Katholisch-bayerisch. Irgendwie nicht. Wir können ihn aber einfach nicht leiden. Als Kind drangsaliert. Also, wir könnten ihn in die Pferdetränke schubsen, um für Heiterkeit zu sorgen. Das machen wir aber nicht. Da widerspricht einfach unser Mitgefühl. Ihr habt schon genug Zeit mit dieser Katastrophe hier verschwendet. Oder ein guter Schluck hebt stets meine Laune. Wir könnten Trunkenbold werden. Wir sind feige, wir sind zufrieden. Es gibt eigentlich keinen Grund, es nicht zu tun, gell? Ich meine, wir sind jetzt auch nicht besonders tugendhaft oder so. Ja. Wir sehen den Karren Würzweine, gehen hin und ja, ein guter Schluck hebt stets meine Laune. Und wir werden nicht zum Trinker. Merten wurde beeinflusst, unser Bischof sehr, sehr gut. Okay, das ist wichtig. Und unsere Armee geht wirklich hoch auf 3000 Mann. Das ist ja super. Und, oh mein Gott, ein offenbartes Geheimnis. Eine schändliche Wahrheit ist ans Tageslicht gekommen. Mein Vasall, Bürgermeister Gundpold, soll mit jemandem auf ich finde das so schön, wie das so in so Altdeutsch formuliert ist. Soll mit jemandem aufs Heftigste kopuliert haben. Seine Affäre, Octreda, war angeblich das Objekt dieser verbotenen Lust. Solche Dinge dürfen außerhalb der Ehe nicht vorkommen, das ist ganz klar. Die werden jetzt unzüchtig und... Okay, diese Musik war abrupt weg. Die werden jetzt unzüchtig und können deswegen von uns eingekerkert werden. Die Frage ist jetzt, machen wir das, ne? Ich glaube erstmal nicht. So, folgendes Problem oder folgendes Ding. Wir könnten jetzt diese Ansprüche durchsetzen. 2800 Mann hat der... Wir würden halt massiv an Prestige verlieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass unsere Frau da drauf drängt, quasi, dass für sie jetzt hier diese Ansprüche geltend gemacht werden, dass wir uns, sie lockt uns auch so ein bisschen, dass wir hier König werden. Wir sind eigentlich so, nein, ich bin eigentlich als Herzog hier, bin ich eigentlich ganz zufrieden, aber damit ist sie natürlich nicht zufrieden, das ist ganz klar. Okay. Wie andere Kinder in ihrem Alter auch, lügt meine Tochter und Erbin Christine hin und wieder, um Grenzen auszutesten. Allerdings traut ihr das häufig niemand zu, da sie sich immer so niedlich verhält und die Menschen verzeihen ihr stets, wenn sie doch einmal ertappt wird. Ich frage mich wirklich, womit sie wohl so davonkommt. Okay, sie wird reizend. Okay, Diplomatie und Ränkespiel plus 1. Christine weiß auf jeden Fall, wie man die Leute um den Finger wickelt. Sie ist süß und liebenswert, was es ihr erlaubt, mit nahezu allem durchzukommen. Ja, sehr interessant. Das ist, hört man doch gerne als Vater. Ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. ist die eigentlich unser Mündel? Ist die Frage. So. Militär, da sind wir fast fertig. Und Bündnis aushandeln. Mein teurer Bruder, allzu gern... Okay. Ich wollte es schon mit dir machen, aber du hast Nein gesagt. Also, allzu gern habe ich vorgeschlagen, dass wir die Bande zwischen uns noch stärken, indem wir ein formelles Bündnis zwischen unseren Reichen schließen. Ja, das nehme ich natürlich gerne an. Wir wollen ja hier, haben ja hier keine Ambitionen. Die Frage ist eigentlich, können wir eventuell, das ist ja hier ein Sohn. Und wir haben eine Tochter. Wir könnten die verheiraten. Ich meine, Cousin und Cousinen-Ehen sind im Mittelalter durchaus üblich. Und auch innerhalb der Dynastie zu heiraten ist durchaus etwas, ja, Gängiges. Und ich meine, er ist
Erbe auf Österreich und Augsburg. Und sie ist Erbin auf Bayern, Tirol, Kärnten und eventuell sogar noch Galizien. Also was so ganz ab vom Schuss. Machen wir das, ja? Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Matrilinear nehmen sie sogar an. Machen wir das mal, es kann nur gut für uns sein. So. Seid gegrüßt, Herzog Siegfried von Bayern. Allzu gern und so weiter. Ja, ausgezeichnet. Wie weit sind unsere Truppen? Okay, einen Monat brauchen wir noch. Oh, und Beeinflussung sächsischer Kultur. Ein Gemeiner von sächsischer Herkunft wurde in den Straßen von Regensburg aufgrund eines geringen Vergehens attackiert. Wenn ich in einer Stellungnahme Partei für ihn ergreife, könnte mein Bischof Merten ebenfalls dieser Kultur zugehörig womöglich deutlich erkennen, von welch gutem Charakter ich bin. Doch dabei riskiere ich meine Gleichgestellten aus meiner Kultur zu brüskieren. Welche Gleichgestellten? Ey, wir sind hier Vorreiter. Na gut, die Sachsen sind gute Menschen. Wir könnten Prestige verlieren. Oder Bayern sind moralisch überlegen. Also eigentlich haben wir ja immer bisher diesen Kurs gefahren, dass wir so ein bisschen in Richtung bayerischer Vorherrschaft oder so ähnlich. Ja, ich glaube, wir machen das sogar. Bayern sind moralisch überlegen, das ist ganz klar. Also wer könnte da was dagegen sagen, ne? Das ist einfach so. Gut. Wir schalten mal von der Geschwindigkeit her wieder ein bisschen runter. Unsere Armee ist ausgehoben. Wir müssen jetzt nur entscheiden, schicken wir sie nach Dänemark, wo eigentlich schon alles geritzt ist, so wie es aussieht, oder erklären wir tatsächlich hier diesen Krieg gegen Kastilien. Galizien. Dabei würden wir 3000 Ruhm verlieren, und zwar auf Ruhmstufe entehrt. Also, auf der anderen Seite, wir sind darauf eigentlich nicht scharf, ne? Also, es ist echt schwierig. Also, wir sind auch nicht auf Prestige wirklich scharf. Ist alles nicht so einfach hier. Ich meine, sie ist ungeduldig, zynisch und keusch. Elvira ist der festen Überzeugung, dass die meisten Dinge schnell vonstatten gehen sollten. Am besten sofort, ja. Das ist ganz klar, aber ich weiß nicht. Sie ist halt nicht die erste in der Erbfolge, auch nicht die zweite. Ihr Bruder König Alfonso. Der ist König von Leon. Erbe von Kastilien, Navarra, Galizien, alles klar. Hat selber auch Kinder, also. Naja. Merten wurde beeinflusst, sehr gut. Und dadurch belegt er uns jetzt auch. Dann können wir das eigentlich beenden. Okay. Und Konstanze von Zähringen kann uns Lösegeld erbringen. Ich weiß nicht genau, warum wir die im Kerker haben, aber es gibt keinen Grund, das so zu lassen. Wir lassen die frei. Gut. Dann niedrige Gemeindekontrolle in Knittelfeld. Mal dahin, einfach um die Meldung wegzukriegen. Gut, Steuern und so weiter. Da müssen wir nichts machen bei den anderen. Insofern lassen wir weiterlaufen. So. Aber mich juckt es so ein bisschen in den Fingern, ne? Das ist schon. Ha. Dieser junge König. Also, ich glaube schon, dass hier Elvira so ein bisschen ihre Chance wittert. Sie. Ja, man muss sich auch vorstellen, sie ist doppelt so alt wie wir. Knapp. Sie hat uns wahrscheinlich so ein bisschen unterm Pantoffel. Insofern. Na komm, was soll's, wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Fraktion gegen Kaiser Heinrich IV. Geschaffen, das ist schön für die polabischen Populisten. Ansprüche, Ziel ändern. Galizien, wir bestätigen das und wir erklären den Krieg. Wir werden dadurch entehrt. Aber, ganz ehrlich. Warte mal. Ja. Unsere Frau findet es bestimmt gut. Beziehungsweise sie. Wir stellen uns vor, sie drängt uns dazu. Sie ist ungeduldig. Sie möchte selber auch Herrscherin sein. Insofern, wir erklären diesen Krieg. So. König Fernando wurde der Krieg erklärt. Und können wir jetzt Verbündete rufen? Ich hoffe mal. Ja. Die Lombardei. Hier. Angria. Und Österreich. Sehr gut. Und Judith von Kalf kann uns Lösegeld
einbringen. Okay. Auch eine Dame, die wir aus irgendwelchen Gründen im Kerker haben. Sollten wir mal schauen. Das ist die letzte, okay. Die Ehrlosigkeit hat ihren Preis, ja. Wir haben minus 800 Prestige. Wir sind entehrt. Fortschritt zu bekannt. Ich glaube, wir haben nicht so viel verloren dadurch. Wir waren doch nur bekannt, oder? Oder waren wir schon hervorgetan? Ich weiß es nicht. Na gut. So, Verbündeter tritt Krieg bei Herzog Magnus. Gut. Lösegeld akzeptiert. Herzogin Adelheid, sehr gut. Und, ja. Herzog Sieg... Nee, Herzog Azzo heißt der. Siegfried sind ja wir. Das wäre es jetzt, ne? Nee, das ist es natürlich nicht. Gut. Dann würde ich sagen, wir sammeln jetzt unsere Armee. Und wir bringen sie dann direkt in den Süden. Die Frage ist, wer führt unsere Armee an? Wir können sie natürlich selber führen oder wir überlassen das unserem Ratsmarschall. Ich glaube, wir machen Zweiteres. Wir sind einfach viel zu feige, um unsere Truppen selber zu führen. Und jetzt ist auch die Frage, wie kommen wir dahin? Wir könnten natürlich auf dem Landweg marschieren oder wir fahren auf dem Seeweg. Was wir auf jeden Fall noch machen können, wir könnten warten, bis er hier Vorräte generiert hat. Vorräte pro Monat plus 20. Dann haben wir auf jeden Fall mal 300 Vorräte. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Lass mal ein bisschen schneller laufen. So. Und Kriegsführung Vorzug verfügbar. Sehr schön, das kommt ja wirklich wie gerufen. Wir haben aktuell Dienst an der Krone und heimischer Herd. Ich glaube aber, so als Aufseher sehe ich ihn eigentlich gar nicht. Ich glaube, wir gehen in Richtung standhafter Anführer. Da gibt es nämlich einen ganz schönen Perk hier, die Königsgarde. Und ich glaube, dadurch, dass er ja so feige ist, hat er auch ein großes Sicherheitsbewusstsein. Er ist nicht paranoid, aber durchaus so ein bisschen vorsichtig. Und hier eine Königsgarde zu etablieren und somit vier zusätzliche Ritter zu beschäftigen, ist durchaus etwas, was ihn reizt. Und dementsprechend wird er auch sein Kampfgeschick erhöhen und ja, es reduziert die Risiken beim Befehlen von Armeen, was natürlich eine gute Sache ist. So. Die Truppe steht. Ida de Foray hat Ansprüche. Alles klar. 240, 260, 280. Oh Gott, oh Gott. Seid gegrüßt, Herzog Siegfried. Und so weiter. Lausitzer Anspruch auf das Herzogtum von Nordmark. Du bist auch Herzogin von Nordmark. Da oben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das nehmen wir natürlich an. Wenn wir gegen die... Wir haben doch schon mal gegen die Lausitz gekämpft. Heieieiei. Aber zuerst müssen wir unseren Krieg beenden, das ist ganz klar. Du willst über Wasser gehen, konsequent. Warum führt das zu Verlusten? Kämpfen wir gegen den Kaiser damit? Nee. Leonesischer Anspruch auf das Königreich von Galizien. Okay. Irgendwie sind wir mit dem feindlich, weil wir in den dasselbe Kriegsziel haben, offenbar. Sind wir gerade mit dem Kaiser feindlich? Das ist natürlich nicht optimal. Umso schneller sollten wir es natürlich hier beenden, diesen Krieg. Wir könnten natürlich auch einmal außen rum marschieren, das ist auch ganz klar. Ich glaube, wir nehmen den Landweg tatsächlich. Marschieren hier durch Frankreich, hier durch die Pyrenäen, überqueren die Gebirge. Marschieren da einmal durch den Süden. Hier zu unseren Kollegen von der Lombardei. Machen wir das mal. So. Okay, wir haben jetzt heimisches Territorium verlassen, marschieren durch Schwaben. Okay. Die Frage ist, Österreich ist ziemlich stark. Eigentlich sollten die kein Problem haben, diesen Angriff abzuwehren hier im Norden. Ich hoffe, das ist auch so. So. Sündhafter Erzbischof bloßgestellt, alles klar. Ist das unserer? Nee. Gut. Warte mal. Mailand zieht sich zurück, warum auch immer. Haben nichts belagert. Wow. Man kann ihnen auch nicht sagen, die sollen irgendwo hin, oder? Oh, an den impotenten Herzog Siegfried. Viel zu lange unterliegen wir schon euren unterdrückerischen Gesetzen. Okay. Ein Bauernaufstand.
Oh nein, das werden wir nicht tun. Welche Grafschaften sind denn in der Fraktion? Kann man das irgendwo sehen? Bestimmt. Hier. Bauernpöbel. Regensburg. Nee, Leute, wir sind gerade so im Krieg, das ist... wir könnten ihnen mal einen Steuererlass gewähren, das ist doch ganz klar. Unsere Hauptstadt. Sowas. Okay, Moment mal. Also genau, Angria hat den Krieg gegen Dänemark beendet, das ist schon mal gut. Okay. Und wohl auch gewonnen. Dithmarschen und diese Stadt, Itzehö? Okay. Wilzenland heißt es hier. Slowianskisch-Polabisch. Die Gegend, die man als Mecklenburg kennt. So, Dublemna ist in der Heilkunst ausgebildet. Das ist schön für sie, aber wir haben eine Schwester, die diese Aufgabe auch erfüllen kann. Warte mal. Die sind uns auch feindlich gesinnt. Das ist ja eklig. Muss ich das jetzt besetzen, oder was? Kann ich das besetzen? Ja, kann ich sogar. Wow. Warte mal. Vorräte ausgehend belagern. Da ist irgendwas Neues dazugekommen. Ich meine, gut, wir haben einen hohen Fortschritt durch unsere Mangonellen. Wir gewinnen hier auch eine Schlacht. Krass. Mailand ist da. Mailand ist präsent. Ich besetze hier so eine... Warum eigentlich? Warum sind die mit dem Krieg? Verstehe ich nicht. Warum? Hä? Warum kann ich da was besetzen? Okay, jetzt nicht mehr. Alles klar. Warte mal, Sieg. Herzog und Adelheid, Behältin und so weiter, genau. Sehr gut. Ja, so sei es. Der zweite Krieg, in dem wir gerufen wurden, ist abgeschlossen. Bleibt nur noch unser eigener. Und wir gehen jetzt mit 3000 Mann hier ins Feindgebiet. Und belagern einfach mal die Randbereiche. So. Größere Kontrolle. Grafschaft von Knittelfeld hat die unzureichende Verwaltung verloren. Sehr, sehr gut. Wir können Herzog Kuno in den Krieg rufen? Krass, weil der unser Hausmitglied ist. Ja. Kostet das irgendwie Bekanntheit? Machen wir das mal. Nee, kostet keine Bekanntheit. So, wir können Christine von Northeim einen Vormund zuweisen. Und ich glaube, es ist sehr passend, dadurch, dass unsere Mutter noch lebt, die wir sicherlich sehr respektieren. Hier, Richenza Ezonen heißt sie. Dadurch, dass sie noch lebt, werden wir, glaube ich, unsere Tochter von unserer Mutter erziehen lassen. Ist ja nicht unüblich, dass, ich sag mal, die weiblichen Nachkommen auch von, ich sag mal, weiblichen Familienmitgliedern entzogen werden. Man muss sich das so vorstellen, dass wir dieses Paar hier, also Otto und Christine, so ein bisschen als das neue bayerische Herzogspaar erziehen. Also, dass die gewissermaßen gemeinsam erzogen werden von uns. Die eine eben daraufhin eine gute Hausverwalterin, Burgfräulein und Mutter zu sein. Und das ist eben unsere Tochter. Und der andere, um eben diese Gebiete quasi faktisch zu verwalten. Man muss sich das ja nicht so vorstellen, dass dann sie irgendwelche Herzogtümer bekommt und er, sondern er wird vollwertiger Herzog von Österreich, Augsburg, Bayern, Krain, Kärnten und was, da weiß der Geil, was wir noch haben. Und sie ist seine Frau, weil sie bringt diese Titel quasi in die Ehe mit ein, so. Das ist eigentlich das Konzept, wie es historisch war. Das lässt sich halt in Crusader Kings eher schlecht abbilden. So. Sei gegrüßt, Bruder. Ja, ausgezeichnet. Er tritt bei. Mal schauen, ob er überhaupt noch einen Einfluss auf diesen Krieg hat. Ich glaube, der sieht sehr gewonnen aus. Mailand belagert hier schon fleißig. Und eine Kompanie ist hier auch, wenn ich das richtig gesehen habe. Armee von Diepholz? Nee. Habe ich mich verguckt. Okay. Das wäre natürlich krass, wenn wir jetzt gewissermaßen eine Krone in unsere Reihen holen würden, in unsere Familienreihen. Aber ob das gelingt, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann. Macht's gut. Und Servus.